Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Halloween-Wochen und gleichzeitig, man könnte es als Double-Feature sehen, zu einem ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Wir spielen das Tanz der Bild des Sherlock Holmes. Ich kenne mich mit der Sherlock Holmes-Serie nicht so gut aus. Ich habe da mal ein paar Let's Plays zu gesehen bei der Aschen auf dem Kanal. Zu diversen Sherlock Holmes Teilen. Ob sie den hier gespielt hat, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe aber sogar noch zwei Spiele im Petto. Die sind recht interessant. Das habe ich mir hier neu zugelegt. Und ich habe gedacht, ja, so von der vom Grundtonus ist ja auch Sherlock Holmes bei bestimmten Fällen ja doch etwas creepy immer. So eine Grusel-Grundatmosphäre hat das. Das passt eigentlich auch ganz gut in die Halloween-Wochen rein. Deswegen legen wir doch mal los. Ich habe in das Spiel schon reingeschaut. Das scheint Richtung klassisches Adventure zu sein. Wir starten ein neues Spiel. Die Einstellungen sind soweit durch. Also da brauchen wir uns nicht rumplagen. Ich hätte eigentlich auch hier das Video starten können. Warum ist denn das jetzt so laut? Ah, von Focus kommt übrigens tatsächlich diesen Monat auch, genau am 31. auch nochmal ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Von der Firma verwurschtel ich noch ein Spiel bei den Halloween-Wochen. Und jetzt kommt eine Zwischensequenz, die habe ich mir vorhin beim Antesten habe ich sie weggedrückt. Weil ich das mit euch zusammen als erstes erleben wollte. Sieht okay aus, ich weiß jetzt gar nicht von wann das Spiel ist. Ich tippe mal so auf 2.10 oder so. Vielleicht 2.9. Schau mal. Was ist das? Was ist das Pausbäckchen? Alter Falter. Das nennt man wirklich Babyspeck, da. Das ist doch Watson, oder? Und drüben. Ja, das ist Watson und drüben hängt Sherlock Holmes. Sieht man auch, wenn man unten das Bild sieht. Als Puppen, okay. Marionetten fand ich ja auch immer ein bisschen gruselig. Ja, das Kind ist nicht gerade geschickt. Und eine Heususe. Und schau, das ist ein Buch. Und schau, die Stricke sind kleiner abgerissen. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach. Hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, fang Ach, vorne du spielst so an, nicht in der Gegenwart wahrscheinlich. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Ist zwar nicht lippensynchron, aber schön, mal schön, dass es komplett deutsch ist. Ich finde die Grafik als solches auch ganz gut bis jetzt. Wenn auch FPS ein bisschen niedrig. In Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr.
Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür. Aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquis, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen, aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Das ist ein bisschen flimmerig, das Ganze, aber ich nehme es dem Spiel zwar nicht übel. Es ist eigentlich ein PC-Spiel. Da sieht es dann wahrscheinlich besser aus, aber wir werden es überleben. Wir können hier komplett in 3D rumlaufen. Wir können sogar rennen. Wobei das sehr stark sich aussieht. Macht aber nichts. Lichteinfall mit rein. Naja. Aber sowieso vom Detailgrad finde ich es ganz geil. Übrigens muss ich mal sagen, ich als ehemaliger Maler, der ich bin. Alter Falter, solche Stofftapeten kleben. Ja, das sind Stoffe tatsächlich. Die sind auch mehrere Millimeter dick. Das macht keinen Spaß, Leute. Also gut. Können wir mit Watson noch was bereden? Nö. Also wir sollen halt jetzt so tutorialmäßig uns die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Ja, das, was wir durchsucht haben, das ist grün. Das macht das sogar recht einfach. Das ist da oben ein komischer Haken. Ach, das ist eine Glocke. Kann man Butler mitrufen. Aber machen wir lieber nicht den Komplett rein. Gehen wir mal an das linke Zimmer. Warum hakt denn der jetzt hier so? Kann ich den auch mit dem Steuerkreuz steuern? Nee, mit dem Analogstick. Jetzt können wir uns aussuchen, welchen wir nehmen. Hallo? Wenn er es denn anvisiert. Hallo? Warum geht's denn immer weg jetzt? Nehmen wir erstmal das obere. Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. Durch das Loch wäre aber kein Mensch durchgepasst. Ich hätte das Fenster halt einfach aufgemacht. Also das klingt mir unlogisch. Aber egal. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Es wird ja wohl von drinnen nicht abgeschlossen sein, beziehungsweise man kann dann wahrscheinlich von innen einen Riegel benutzen, dass das aufgeht. Ach, von der Lichtstimmung finde ich das gut. Ich weiß, das ist vorberechnetes Licht, aber sieht trotzdem gut aus. Gucken wir uns mal an, was da liegt. Muss ich mich hier mal durchwurschteln, was hier was ist. Ja, das ist ja eine blöde Sache. Da hier blättert man, hier scrollt man die Seiten durch. Finde ich witzig. Aber kann man nochmal die ganzen Sprachdinger nochmal durcheiern? Das finde ich nicht schlecht. Aber was haben wir da jetzt gefunden? Muss ich da nochmal raus. Also wir haben es aufgehoben. Ich weiß aber nicht, was es war. Ich tippe mal auf die Streichhölzer von wegen dem Feuer. Achso, okay, wir sollten bloß den Gegenstand aufnehmen. Irgendwo auf dem Boden. Ah, da. Ich brauche etwas. Ach, hier kann ich das durchschalten. Mit R und 1, alles klar. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Das ist cool. Sowas mag ich.
Sind da irgendwelche Fingerabdrücke drauf, oder? Hier ist nichts Interessantes. Ist halt fleckig hier, oder? Hier ist nichts Interessantes. Okay. Aber dann noch welche? Nee, ich kann nur. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Vielleicht sehe ich es bloß nicht. Hier ist nichts Interessantes. Ich weiß nicht, sehe ich es einfach bloß nicht oder gibt es hier wirklich nichts? Hier ist nichts Interessantes. Benutzen Sie? Ja, mach ich doch. Wir stellen auf die Lupe und benutzen die Notenblätter. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Ich hätte auch gerne mal einen Tipp oder irgendwie sowas. Wenn ich so einen Hänger habe. Hier ist nichts interessant. Hier. Ich verstehe. Ah, okay. Ego-Shooter unlocked, Leute. Das hast du schon mitgekriegt. Die Türgriff, wir können mit Watson quatschen. Da ist noch mal was auf dem Boden. Hier sind Briefe, die wir uns angucken können. Das Aquarium sieht ja wie stark aus, ne? Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Na, dann gucken wir uns doch mal an, was da... Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Hier haben wir auch nochmal einen Gegenstand, okay. Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Ach, da die Asche können wir auch nochmal kontrollieren. Fußspuren. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Ich muss gestehen, gefällt mir gut bis jetzt das Spiel. Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Da liegt noch irgendwas auf dem Boden. Ich hab's gerade irgendwie so im Augenwinkel gesehen. Ich komme bloß irgendwie nicht ran. Jetzt. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Ist der Jack Sparrow-mäßig raus aus der Hütte, Herbert? Sie rausgeschwungen aus dem Fenster, aber dafür sind die Fenster mir noch zu ganz. Ich kann jetzt aber hier nichts mehr irgendwie ausmachen. Vielleicht gibt es hier hinter noch irgendwas. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Das ist zumindest nicht die dümmste Idee. Seltsam. Keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat.
Irgendwelche Spuren scheint es hier aber nicht zu geben. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Gut. Das war's denn aber wohl. Ah, da ist noch was. Die Glocke, genau. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Ah, Mr. Holmes, Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. Der hat sich Kronleuchter gehängt wahrscheinlich. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Darum sieht es auch ein bisschen unsauber aus, wahrscheinlich das Loch. Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Der Fisch? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt.
March-Sides-Kette. March hat ein paar Perlen hier weniger. Hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Das sind den Gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Das sind in den aktuellen Titeln ein bisschen anders gehandhabt. Da muss man denn die Beweise auch zusammenführen, damit das eine schlüssige Logik, wie das hier Holmes im Prinzip runtergerattert hat, das muss man sich selber erstellen. Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Ich möchte mich aber erstmal umgucken. Wenn wir schon in unserer Bude sind, dann möchte ich auch mal sehen, wie die aussieht. Die ist aber vom Aufbau so ähnlich wie die Nachfolgetitel. Der Name fällt mir bloß gerade nicht ein, den hat der Alex mit dem Dave auf dem Frackhessen-Kanal zusammengespielt, möchte ich meinen. Also er ist auf jeden Fall auf dem Frackhessen-Kanal. Und dann gibt's noch Devil's Daughter. Da ist das dasselbe Gebäude. Sieht auch unser Watson ziemlich genauso aus. Lesen Sie den Zeitungsartikel, Holmes. Lass mich mal da ran. Sherlock Holmes auf dem Anwesen der Marquise von Cunningham. Ermittlungen enden in einem Fiasko. Gestern wurde der gefeierte Detektiv Sherlock Holmes in das Herrenhaus des Marquise von Cunningham geladen, um im Anschluss an seine Ermittlungen zu verschwinden. Der unschätzbar wertvolle samoanische Halskette eine Schlussfolgerung vorzutragen, die Marquise hatte... Was? Ist vom Satzbau heute irgendwie gar nicht hin, oder? Im Anschluss an seine Ermittlungen zu verschwinden, der unschätzbar wertvollen samoanischen Halskette eine Schlussfolgerung vorzutragen. Was? Egal. Vom Sinn macht's ja Sinn. Vom Sinn macht's Sinn, ja. Genau. Die Marquise hatte Holmes mit dem Fall betraut, nachdem die Polizei aufgrund der skurrilen Umstände im Zusammenhang mit dem Diebstahl, hoffnungslos überfordern schien. Was nicht verwunderlich ist, schließlich war die Tür zu dem Zimmer, in dem sich das wertvolle Schmuckstück ausgestellt wurde, während des Diebstahls abgeschlossen. Die Bediensteten wurden in der Nacht von der Zimmerglocke geweckt und informierten gleich darauf den Marquis, der als einziger im Besitz des Schlüssels war. Als er die Tür öffnete, eilten alle in das Zimmer, um das Feuer zu löschen, das kurz zuvor ausgebrochen sein muss. Erst danach bemerkten sie, dass die Halskette auf mysteriöse Weise verschwunden war. Erstaunlich ist, dass sich vorher niemand in dem Zimmer aufgehalten haben konnte, da alle Fenster sowie die Tür geschlossen waren. Wie gewohnt gelang es Mr. Holmes, den Fall in kürzester Zeit zu lösen und die Halskette zu finden. Ich will Sie nicht an den Details zum Verschwinden der Halskette langweilen, liebe Leser, sondern gleich zur überraschenden Entwicklung kommen, die den Fall anschließend genommen hat. Nachdem Mr. Holmes die Halskette in den Schrank gelegt hatte und das Anwesen verlassen hatte, bemerkte der Marquis, dass es sich bei dem Schmuckstück lediglich um eine billige Kopie handelte. Auch wenn die samoanische Halskette eher schlicht gehalten ist, so gilt sie aufgrund ihrer seltenen Perlen jedoch als einzigartig. Die Perlen kommen lediglich in einen kleinen Lagunenabschnitt des
Archipels gleichen Namens vor. Archipels, Archipels, Schniepels gleichen Namen vor und Wissenschaftler führten ihre einzigartige Qualität auf die ungewöhnlich feste kristalline Struktur der Aragonites zurück. Okay. Die unbezahlbare Halskette wurde Anfang dieses Jahrhunderts von Lord Fenton Arwick nach England gebracht, einem angesehenen Forscher und gleichzeitig Großvater der Marquise. Sie war als Brautgabe für die anstehende Vermählung mit dem Duke of Newcastle vorgesehen. Erlaubte sie mir eine einfache Frage, sollten wir nicht mit aller Aufgeschlossenheit die Möglichkeit zulassen, dass die Halskette von Mr. Holmes persönlich gegen eine Fälschung ausgetauscht wurde? Liebe Leser, natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass diese Frage, wenngleich sie völlig vorurteilsfrei stelle, manch einen von Ihnen schockieren mag. Gott, ist das... Das zeigt sich ja. Alter! Da rede ich mir mundfusselig. Gut. Aber die Faktenlage, genau. Faktenlage erscheint mir eindeutig und wir sollten unser Urteilsvermögen nicht von unserer Bewunderung trüben lassen, die wir alle für diesen berühmten Detektiv hegen. Nicht zum ersten Mal berichtet der Globes Explorer mit gewissen Vorbehalten über die Methoden von Mr. Holmes. Sicher erinnern sich Sie sich noch an unsere Berichterstattung über die Flucht von Arsène Lupin, dem französischen Gentleman, der sichtlich Spaß dabei zu haben schien, den Ruf unserer Königsfamilie zu schädigen und der aufgrund glücklicher Umstände den Fängen von Mr. Holmes entfliehen konnte. Damals haben wir uns nicht nehmen lassen, Holmes indirekt der Mittäterschaft zu bezichtigen. Für jemanden, der sich mit Mr. Holmes hinreichend auseinandergesetzt hat, ist es offensichtlich, dass er vielmehr ein Opportunist und gerissener Täuscher als ein selbstloser Hüter des Gesetzes ist. Ich möchte Sie, liebe Leser, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Beschreibungen dieses Gentleman in den Geschichten seines Freundes Dr. John Watson nur sehr wenig mit der Realität zu tun haben. Er gilt gegenüber der Polizei und insbesondere gegenüber Inspektor Baines, der heißt doch eigentlich immer Lestrade in den Geschichten. Na, ist egal. Vielleicht ist es ein anderer. Der derzeit den erkrankten Inspektor Lestrade vertritt, da haben wir es doch, als selbstgefällig und hochnäsig. Im Übrigen soll er regelmäßig Rauschgift zu sich nehmen, darunter Kokain und Heroin. Aus diesen Gründen, liebe Leser, sollten die Verdienste seiner Vergangenheit nicht berücksichtigt werden, wenn Sie sich eine objektive Meinung bilden wollen. Damit auch Sie sich folgende angemessene Frage stellen können. Handelte es sich bei der Halskette, die Holmes vorgefunden hat, bereits um die Fälschung? Wenn ja, warum hat er es nicht erwähnt? Und warum hat er das Schmuckstück persönlich in den Schrank gelegt? Ist Detektiv in eine unfallheilvolle Angelegenheit direkt verwickelt? Handelt es sich um ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver, um die außergewöhnlichen samoanische Halskette stehlen zu können? Werte Leserschaft, nun ist es an Ihnen, sich ihre ganz persönliche Meinung zu bilden, aber seien Sie sich versichert, dass ich nichts unversucht lassen werde, um die zweifelhaften Methoden und Beweggründe einer Person an die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht schon bald alt Sherlock Holmes, der gefallene Detektiv, in aller Munde sein wird. Fortsetzung folgt. Abstammung von Prinz Woodville anerkannt. Gestern traf ein Ausschuss zusammen, der den Legitimationsanspruch von Prinz Woodville zu bestätigen und um den Legitimationsanspruch von Prinz Woodville zu bestätigen und veröffentlichte am Abend das Ergebnis. Der Titel des Prinzen wurde wie erwartet anerkannt. Gerüchten zufolge hätte der Prinz andernfalls jeglichen Anspruch auf die Thronfolge des Königshauses fallen lassen und sich vollständig aus der aktiven Politik zurückgezogen. Prinz Woodville ist 28 Jahre alt, studierte Geschichte und Jura an der Universität von Oxford und erwarb ein Diplom in Philosophie. Den Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Frankreich, wo er sich ein umfassendes kulinarisches Wissen aneignete. Also er hat gefressen. Wer glaubt, dass dies in der britischen High Society ein Hindernis darstellen könnte, dem sei gesagt, dass er auf dem Polofeld eine ausgesprochene gute Figur macht und zudem dem Dudelsackspiel frönt. Seit kurzem leistet er Wohltätigkeitsarbeit und setzt sich für die Interessen der sozial Schwachen ein. Klar,
gutes Dudelsackspiel und gute Reitkünste beim Polospiel, die machen natürlich einen Bombenherrscher aus. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Okay. Ich brauche mal einen Schluck zu trinken. Ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes. Wie kann Farley es wagen, Sie so zu verunglimpfen und damit Ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Ah, Mr. Holmes, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Journalist an diese Information gelangt ist, aber es ist wahr. Dennoch, ich würde natürlich niemals die Integrität von Mr. Holmes in Frage stellen. Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich! Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig. Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudsons Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes. Und was ist mit der Marquise? Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. Im Hintergrund waren übrigens, ich drehe mich mal um, Einschusslöcher zu sehen. Das wird übrigens in den Spielen und auch in den aktuellen Filmen auch ganz gerne verwurstelt, das Thema. Ich find's gut. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Nase bohren. Was meinen Sie, Holmes? Na, wo hast du denn die Kette? Ach, da. Die sehen anders aus. Das hab ich auch schon so gesehen. Na, gucken wir doch mal. Diese drei Perlen sind von schlechterer Qualität. Die da hebt sich auch sonderlich ab, finde ich. Diese Perle hat eine andere Farbe. Die haut von der Größe nicht hin. Diese Perle ist zu klein. Sie gehört nicht an diese Stelle. Zu viele Unstimmigkeiten. Diese Halskette ist eine Fälschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass es sich nur um eine billige Kopie handelt. Der Fälscher muss gewollt haben, dass sie als solche erkannt wird. Wie konnten wir uns nur von einer derart offensichtlichen Fälschung täuschen lassen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie ist das möglich? Holmes, haben Sie eine Theorie? Kann man nicht.
Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben darauf bestanden, dass ich die Halskette untersuche, und das habe ich getan. Nun ist es wichtig, dass ich meine Verabredung wahrnehmen kann. Ich bin mir sicher, Sie werden etwas Klarheit in die Sache bringen, Inspektor. Holmes. Sie können mich begleiten, wenn Sie möchten, Watson. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ich halte Sie bezüglich meiner Ermittlungen auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen, Inspektor. Sie haben einen Bischof erwähnt. Statten wir ihm zu Hause einen Besuch ab? Ja. Ich habe den Wohnort des Bischofs von Knightsbridge auf unserer Karte von London eingezeichnet. Sie liegt auf meinem Tisch. Würden Sie sie bitte holen? In Ordnung, Holmes. Also ich hätte tatsächlich gedacht... Okay, wir steuern jetzt Watson. Dass wir einfach mal Hauptverdächtige sind, was den Diebstahl der Kette angeht. Ich habe die Karte gefunden. Na, dann gehen wir mal in die Diözese. Die Polizei? Wie kann das sein? Woher wissen Sie? Können wir den Bischof von Knightsbridge sehen? Ja, natürlich. Aber kommen Sie doch rein. Was ist vorgefallen, Reverend? Was ist los? Ich weiß es nicht. Es muss gestern Abend passiert sein. Ich bin gerade erst gekommen und habe dann gleich diese makabre Entdeckung gemacht. Mein Gott, wie furchtbar. Ich habe noch niemanden informiert. Woher wussten Sie, dass... Holmes, sehen Sie! Der Bischof, auf schreckliche Weise verstümmelt. Wie entsetzlich! Nein, da haben wir doch ein bisschen Horror hier, passt ja doch. Er war ein guter Mensch. Wie konnte ihm nur jemand so etwas antun? Sehen Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Welches Kind Gottes kann zu solch einer Tat fähig sein? Ganz offensichtlich jemand, der Gottes Führung nicht würdig ist, Reverend. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wir brauchen Ihre Hilfe. Welches Motiv könnte es für diese Tat gegeben haben? Ich hatte noch keine Zeit, mich genau umzusehen, aber auf den ersten Blick scheint nichts gestohlen worden zu sein. Außerdem hat seine Exzellenz ohnehin keine Wertgegenstände besessen. Tja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich Ihnen noch sagen könnte. Notieren Sie das bitte, Doktor. Doktor? Sie sind gar nicht von der Polizei? Nein, Reverend. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir sind auf Gesuch des Bischofs hier. Wenn das so ist, muss ich Sie leider bitten, nichts anzurühren und zu gehen. Ich muss mich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung setzen. Wenn die Beamten von Scotland Yard nicht weiter wissen, was nicht selten der Fall ist, das versichere ich Ihnen, ziehen Sie für gewöhnlich meine Hilfe zu Rate. Wenn Sie uns weiter forschen lassen, werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen bekommen. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne Sie ja nicht einmal. Ich werde die Polizei rufen, ob Sie wollen oder nicht. Es wäre für alle besser, wenn Sie nicht die Beherrschung verlieren, Reverend. Watson, machen Sie sich Notizen? Die ganze Sache verspricht, komplex zu werden. Wir dürfen nicht das kleinste Detail übersehen. Ja, Holmes, ich schreibe alles akribisch mit. Außerdem habe ich mir ein Deduktionssystem ausgedacht, das uns das Ziehen von Schlussfolgerungen erleichtert. Eins ist schon mal sicher. Das Verbrechen wurde nicht aus Habgier begangen. Der Reverend hat gesagt, dass ganz offensichtlich nichts Wertvolles entwendet wurde. Und in der Tat scheint der Bischof nichts besessen zu haben, was Raub als Motiv zulässt. Sehr gut, Watson. Fahren Sie fort. Ich meine, ich finde es ein bisschen Quatsch, von wegen zu sagen, dass ein Doktor nicht bei der Polizei arbeiten kann. Das stimmt ja so nicht. Also allein wenn es ein Doktor der Pathologie wäre... Was muss ich denn hier machen? Naja. Sonst kann ich hier nichts machen. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal später sein, dass es zwischen den beiden wechseln kann, wie ich das für richtig erachte.
Na gut, dann gucken wir uns doch hier wirklich mal um. Das Porträt von Peregrine Maitland, Kommandant der Gardeschützenbrigade Ihrer Majestät in Waterloo. Der Bischof von Knightsbridge trägt den gleichen Namen wie sein Vorgänger. Eine angesehene Familie. Dann haben wir hier den Tresor. Mir fehlen Informationen. Das sieht wie ein Schachbrett aus. Lässt sich nicht öffnen. Aber fast klar. Mir fehlt etwas, womit ich diesen Tresor öffnen kann. Können Sie mir sagen, wo ich fündig werde? Nein, fahren Sie zur Hölle. Was befindet sich in dem Tresor? Wovor haben Sie Angst, Reverend? Ich habe vor gar nichts Angst. Und in der Tat, ich habe, was Sie brauchen, um den Tresor zu öffnen. Aber ich vertraue mich nur einem Gesetzeshüter an und niemandem sonst. Das ist sehr schön. Ich würde gerade noch sagen, warum hat er denn überhaupt einen Tresor, wenn er keine Wertgegenstände hat? Da ist Blut mit drin. Ist das die Mordwaffe? Ein Skalpell. Blut verschmiert. Ist das Jackson Ripper oder was ist hier los? Aber der hat ja eigentlich bloß auf Huren und Dirnen abgesehen. Lässt sich nicht öffnen. Gut. Merkwürdig. Die Tür zum Nebenraum wurde nicht gewaltsam geöffnet. Reverend, dürfte ich den Schlüssel haben? Nein, Sie haben hier keinerlei Befugnis. Ich rufe die Polizei. Vielleicht ja, dann mach halt! Hören, Holmes. Vielleicht sollten Sie mich besser weitermachen lassen, Watson. Hol halt die Polizei. Diese Tür wurde nicht gewaltsam geöffnet. Wohin führt sie, Reverend? In die Gemächer seiner Exzellenz. Allerdings befinden sich dort nur eine Matratze und ein Hocker. Das werden wir gleich wissen. Ah, mal ein Kissen. Das können wir noch angucken. Es ist zwar echt klein. Aber schöner Tisch, schöner Hocker. Schöner Sessel. Das Bett der Camps einfach auf die Matratze an. Die Schlafgemächer des Bischofs. Sehr bescheiden eingerichtet. Hier ist nichts Interessantes. Ich brauche jetzt nicht rennen, oder? Ah, was haben wir da unten noch? Siehst du mal an. Peitsche? Ein Stachelhalsband oder sowas in der Richtung? Eine Peitsche? Sieht mir eher nach einem Werkzeug zur Selbstgeißelung aus. Bisschen zu lang. Das geht nicht gut. Bisschen zu lang für Selbstgeißelung. Das ist ein Bußgürtel, der dem Träger Schmerzen bereiten soll. Der Bischof hat ihn wohl getragen. Dieser äußerst fromme Mensch hatte wohl die Angewohnheit, seinen Leib aus Gründen der Buße zu peinigen. Die Nägel sind so auffällig, warum reagiert denn da keiner drauf? Was soll denn das? Ansonsten scheint mir aber nichts zu sein. Ja, ich drücke hin und wieder mal den sechsten Sinn von Holmes. Das ist auch nix. Hier haben wir noch was. An dem Briefbeschwerer klebt Blut. Jede Menge. Eine zerbrochene Whiskyflasche. Allerdings war der Bischof von Knightsbridge für seine kompromisslose Abstinenz bekannt. Ich nicht. Oh, die Finger gebrochen. Oh Gott, haben die den. Den haben sie wirklich hergerichtet. Alter Falter. Ein zerbrochenes Fläschchen mit Blut nahe des Flaschenhalses. Was für ein merkwürdiger Geruch. Puh, das müssen chemische Inhaltsstoffe sein. Also haben wir da wirklich mehrere Sachen. Da ist auch noch mal was. Passen die als Mordwaffe in Frage kommen. Haben Sie die Abdrücke auf dem Boden bemerkt? Wenn Sie den Dreck meinen. Sehen Sie, Watson. Fußspuren bergen manchmal wichtigere Informationen als die besten Informanten. Ja, sofern man weiß, wie man sie zum Sprechen bringt. Das ist ein Kinderspiel, Watson. Zunächst einmal müssen wir feststellen, welche Fußspuren irrelevant sind. In diesem Fall Ihre und meine, als wir diesen Raum betreten haben.
sowie die des werten Reverends, der unbedingt die Polizei rufen will. Größe 9. Okay. Größe 9. Größe 9. Größe 9,5. Größe 9. Größe 9,5. Hier ist nichts Interessantes. Dieser Abdruck stammt von teuren Schuhen und nicht von denen eines Arbeiters. Er scheint frisch zu sein. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Ein Steinfragment. Merkwürdig. Abgenutzte Schuhe mit einem ungewöhnlichen Muster auf den Sohlen. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Perfekt. Jetzt wissen wir, also, dass es 3 Täter waren. Mehr hätte ich auf keinen Fall gesagt. Das ist nicht richtig. Ich glaub, nochmal von vorne. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wahr. Einer von ihnen hat andere Schuhe getragen, als er diesen Ort verlassen hat. Hatte die vom Reverend, vom Bischof geklaut? Betreten und wieder verlassen. Einer von ihnen hatte jedoch beim Herausgehen andere Schuhe an als die, mit denen er gekommen war. Also müssen wir einfach nur nach einem Arbeiter Ausschau halten, der es auf italienische Schuhe abgesehen hat. Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Der Ofen ist randvoll. Den haben sie wirklich übel zugerichtet. Ich sage, gebrochener Finger. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Sein Bauch ist mit Kratzern übersät. Ganz offensichtlich sind sie aber nicht frisch. Die sind von dem Büßergürtel. Also nichts mit dem Mord zu tun. Ein Stück Seil, mit dem dieser arme Mann gefesselt wurde. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Seine Unterarme wurden aufgeschnitten und Teile der Haut abgerissen. Was meinen Sie, Watson? Ich würde sagen, er wurde bei lebendigem Leibe verspeist. Mir sind übrigens ungewöhnliche Zersetzungserscheinungen am Hautgewebe um die Wunden herum aufgefallen. Mir sonst noch irgendwelche interessanten Merkmale? Es könnte tatsächlich auch eine ältere Narbe sein. Ich guck mal, dass ich noch irgendwas entdecke, aber... Das war's dann wohl auch.
Seine Brust weist Schnittwunden auf. Ich würde sagen, von einer sehr scharfen und feinen Klinge. Es besteht kein Zweifel. Maske. Die Verletzungen wurden dem Bischof mit diesem Skalpell zugefügt. Sowas in der Richtung wollte ich auch gerade sagen. Sein Gesichtsausdruck offenbart, dass er fürchterlich gelitten hat. Sein Mund ist voller Blut. Und zwischen seinen Zähnen sind Hautfetzen zu erkennen. Mein lieber Freund, alles deutet darauf hin, dass dieser Mann in seine eigenen Unterarme gebissen hat. Das ist unglaublich, Holmes. Sonst noch irgendwas hier? Ich kann nichts mehr ausmachen. Ich gucke mir gleich noch die Füße an. Sieht aus wie Brandblasen. Diese Verbrennungen sehen schlimm aus. Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern. Aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Oh, da ist auch noch ein abgeschnittener Finger. Ein Finger? Aber ganz offensichtlich nicht von den Händen des Bischofs von Knightsbridge. Wisch. Wie entsetzlich. Hatte der noch alles? Weiß ich nicht. Seine Füße wurden verbrannt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte Schuhgröße 9. Aber welche Rolle spielt das schon, Holmes? Mein Gott, Holmes. Dieser Mann wurde auf schreckliche Weise gefoltert. War das ein Inquisitionsricochet oder was? Mehr ist hier scheinbar nicht. Weiter ist noch. Ah, komme ich nie ran an den Gegenstand? Hier fehlt etwas. Ach ja? Und was könnte das sein? Seine Schuhe. Watson, seine Schuhe fehlen. Das hatten wir ja schon festgestellt. Was ist denn das da unten? Da ist doch noch irgendein Gegenstand. Oder hat er keine Bedeutung? Na, reden wir mal mit ihm. Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Ach, geh, halt's mal. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Ja, genau, Elbandi. Weiß nicht, ob da jetzt was bei rumkommt. Ob das richtig ist? Das ist nämlich das, was ich gemeint hatte. Werfen wir einen Blick auf. Ich krieg da aber irgendwie kein Feedback. Ich glaube nicht, dass das ein normaler Raub war, wenn die den so gefoltert haben. Ah, das sieht wohl gut aus. Habe ich das jetzt, oder was?
Werfen wir einen Blick. Ach, da gibt's noch was. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht, als ob ich die große Wahl hätte. Kasteit? Ach so, gegeißelt wahrscheinlich. Ich glaube, der widerstand der Folter. Perfekt. Die haben nicht bekommen, was sie wollten. Eins ist offensichtlich. Wer auch immer den Bischof von Knightsbridge ermordet hat, hat es auf etwas Bestimmtes abgesehen. Jedoch ohne Erfolg. Reverend, ich bitte Sie zum letzten Mal. Öffnen Sie den Tresor. Das Objekt der Begierde muss immer noch da drin sein. Und es ist unwahrscheinlich, dass der oder die Täter die Sache auf sich beruhen lassen. Sie werden ziemlich sicher wiederkommen und die Sache zu Ende bringen. Und ich sage Ihnen zum letzten Mal, der Tresor ist verschlossen und das soll auch so bleiben. Nun gut, so kommen wir nicht weiter. Sie sind ganz schön dickköpfig, Reverend. Watson, begleiten Sie unseren Freund zur Polizeistation und kommen Sie dann mit Inspektor Baines zurück. Baines und niemand sonst. Ich warte inzwischen hier. Los! Endlich bin ich allein. Jetzt kann ich ungestört meine Untersuchung fortsetzen. Na, dann gucken wir uns doch noch mal ein bisschen genauer um. In Bezug auf den Tresor. Mal sehen, was da drin zu finden ist in dem Scheißding. An der Orgel scheint nichts zu sein. Eine Whiskyflasche. Man kann darauf Fingerabdrücke aus Blut und Schmutz erkennen. Ich habe irgendwie fast noch Bock, den Fall noch zu Ende zu bringen. Es taucht mir schon. Das Spiel, auch wenn es jetzt technisch nicht so am allerhöchsten Stand ist, die Grafik als solches finde ich ganz gut. Die Atmo, die haut hin. Da ist nochmal was. Ah. Okay. Moment, gucken wir uns das Bild vielleicht nochmal genauer an. Geht nicht. Schade. Ich brauche etwas. Ja, was brauchst du? Ich brauche etwas. Fehlt uns immer noch ein Gegenstand für die Nägel. Das sind die Nägel, ich sag's euch. Ich muss bloß wahrscheinlich einen Hinweis drauf erstmal finden. Dort kommt man nicht heraus. Ich brauche etwas. Können wir uns einrennen? Nee. Leider nicht. Halt, ist doch irgendwas an der Säule, oder? Jetzt wäre ich zu detailversessen gerade. Endlich bin ich allein. Jetzt kann ich ungestört meine Untersuchung fortsetzen. Der Ofen ist randvoll. Vielleicht finden wir jetzt an ihm noch ein bisschen mehr. Nee, er wird gar nicht mehr angezeigt. Komisch.
Hier ist nichts Interessantes. Warte mal, da steht bei dem Büßerkragen irgendwie so der... lässt sich der Bußgürtel festmachen. Vielleicht können wir mit diesem Nagel auch eventuell hier etwas. Das Schloss aufbrechen. Ich brauche etwas. Oder auch nicht. Was haben wir denn alles? Wir haben so viel Zeug dabei. Ich gucke mir das mal im Inventar an. Wie ging denn das? Wo kam ich aufs Inventar? Da. Ich komme da bestimmt mit der Nadel da durch. Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal alles sehen. Klar. Ich hatte wahrscheinlich bloß das Skalpell aktiviert. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das ist nicht richtig. Ich habe gerade keinen Schimmer, was ich machen muss. Das ist nicht richtig. Noch. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ach, da ist es doch angezeichnet, ich Dödel. Das ist nicht drin. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das war's. Kinderleicht. Jo. Hab's verstanden, das Prinzip. Dieses Zimmer ist fast leer. Bestimmt dient es als Lese- oder Kontemplationsraum. Ein recht frischer Tintenfleck am Rand des Teppichs. Der Boden ist sauber, obwohl die Tinte eigentlich durch den Teppich hätte sickern müssen. Der Boden ist sauber. Ein Tintenfleck. Der Teppich war verdreht. Ein Tint. Der Teppich war definitiv andersrum. Und jetzt ist. Achso, die Tür ist zugegangen. Ich dachte, dass jetzt tatsächlich im Nebenzimmer jemand gekommen ist. Umgeworfen. Der Tintenfleck auf dem Boden stammt von der Tinte auf dem Teppich. Aber Fleck und Teppich befinden sich nicht an der gleichen Stelle. Jemand muss den Teppich erst vor kurzem bewegt haben. Das ist merkwürdig. Bestimmte Bodenplatten wurden so präpariert, dass sie wie ein Schachbrett aussehen. Das ist merkwürdig. Bestimmte Bodenplatten wurden so präpariert, dass sie wie ein Schachbrett aussehen. Ich brauche etwas. Das ist merkwürdig. Ich brauche etwas. Das ist merkwürdig. Ich brauche etwas. Ja, ja. Das ist merkwürdig. Ich brauche etwas. Vielleicht haben wir das Richtige noch gar nicht im... Ich brauche etwas. Vielleicht haben wir noch gar nicht den Gegenstand, den wir brauchen. Das Seil werden wir nicht brauchen, das bezweifle das ich mal. Ist mehr. Ich brauche. Das ist mehr. Ich brauche. Jetzt habe ich alles durch, oder?
Aber was gibt's hier noch? Der Tint. Das ist merkwürdig. Ich brauche Das ist merkwürdig. Ich brauche etwas. Ich raff's grad nicht. Da liegt noch irgendwo in der Ecke. Haha. Wie komme ich denn nochmal in die Ego-Perspektive? Moment. Ich hab's gesehen. Was ist das? Ganz offensichtlich wollte jemand diese Statue verstecken. Dieses Pferd sieht aus wie eine große Schachfigur. Unter der Statue befindet sich eine Nachricht. Mal sehen. Die Nachricht wurde von einer Frau verfasst. Aber für wen war sie bestimmt? Dieses Schachspiel könnte interessant sein. Mangelt es dir an Vorstellungskraft? Du bist doch ein leidenschaftlicher Schachspieler. Das letzte Feld, das der stolze Ritter erobert, nachdem er alle anderen Felder hinter sich gelassen hat, ist das Richtige. Ich liebe dich. Mhm. Gut. Dann brauchen wir die Schachfigur auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie der Springer ziehen kann. So, also so, 3 nach vorne, 2 nach da oder da. Und da geht's nicht, okay. Muss ich alle ausfüllen oder was muss ich hier machen? Ich habe keinen Schimmer, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich alle erwischen muss. Ich weiß auch nicht, ob ich hier was doppelt machen darf, kann. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ich glaube, jetzt heißt es mir schon verhunzt. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es noch hin. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ach, das ist so ein Rätsel. Das wird, da will ich dran sitzen.
Ich muss mir ein bisschen Platz, muss ich mir auch noch gönnen. Ich bin nur zum Fick gehen, Schauspieler. Aber. Das scheint hinzuhauen, jawohl. Ich krieg alles grün. Ich hoffe, das war richtig. Die letzte Bodenplatte dürfte die richtige sein. Ich muss sie herausnehmen. Ich brauche etwas. Jawohl. Mein Liebster, was für ein wunderschöner Frühling und was für ein fantastischer Tag. Gott, wir sind schon bei weit über einer Stunde. Der Geburtstag unseres jüngsten Sohnes. Jeder Moment, den ich ihn heranwachsen sehe, ist mir so unendlich wertvoll. Und schon bald wird er sicher sprechen. Ich bin mir sicher, dass die ersten Worte für dich sein werden. Denn er vermisst dich genauso wie ich dich. Bist du sicher, dass du Sonntag nach dem Abendgebet nicht kommen kannst? Ich dachte, das mangelt es dir an Vorstellungsgewiss. Nee. Ich dachte es... Moment. Ich dachte, ich muss niesen. Ich dachte, dass... Ich musste niesen, verdammt. Ich dachte, dass 14. September, mein Liebster. Ich weiß, dass du mich für allzu dickköpfig hältst, aber ich denke, dass wir unseren Band der Liebe unbedingt legitimieren lassen sollten. Wir könnten doch nicht für den Rest unseres Lebens in Sünde leben. Ja. Einige Briefe, adressiert an den Reverend. Sie wurden von einer Frau geschrieben und sie erwähnt seine unehelichen Kinder. Von ihrer Affäre weiß niemand etwas. Perfekt. Jetzt habe ich sie, mein sturer Reverend. Was mit 14, da? Kriege ich das vielleicht doch noch zu Ende? Watson. Also den Tresor möchte ich schon irgendwie aufkriegen noch. Weg. Und Inspektor Baines haben Sie nicht mitgebracht? Leider nein, Holmes. Wir konnten ihn nicht finden. Dr. Watson hat es mir nicht gestattet, einen anderen Inspektor als diesen Baines zu konsultieren. Wie ungehobelt. Ich bin ein Mann der Kirche. Werter Reverend, wie ich gesehen habe, lieben Sie Schach. Ich bin mir sicher, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich dem Anblick des Schachspiels einfach nicht widerstehen konnte. Sie spielen gerne Schach. Schön und gut. Aber was wollen Sie? Ich habe mir damit ein wenig die Wartezeit versüßt und bin dabei auf einige äußerst interessante Briefe gestoßen. Briefe? Was steht drin? Reverend, warum haben Sie die Briefe dort versteckt und sind dabei das Risiko eingegangen, dass der Bischof sie findet? Holmes, was steht in den Briefen? Jetzt nicht, Watson. Wo sonst hätte ich sie verstecken sollen? Meine eigenen Gemächer sind sehr spartanisch eingerichtet und bieten keinerlei Versteckmöglichkeiten. Allerdings wusste ich, dass seine Exzellenz, möge Gott seiner Seele gnädig sein, dem Schachspiel keinerlei Beachtung schenkt. Es würde mich brennend interessieren, was sich in dem Tresor des Bischofs von Knightsbridge befindet. Geben Sie mir, was ich zum Öffnen des Tresors brauche, Reverend. Ausgeschlossen. Machen wir mit Erpressung. Ich bin Gentleman und würde mich wirklich nur ungern dazu verpflichtet fühlen, diese Korrespondenz an Ihre Vorgesetzten weiterzugeben. Holmes, ich weiß, der Zweck heiligt die Mittel, aber gestatten Sie mir dennoch einen gewissen Unmut über Ihre Vorgehensweise zum Ausdruck zu bringen. Sie gerieren sich als Gentleman, aber aus Ihnen spricht nichts anderes als ein schäbiger Erpresser. Die Steckteile, die Sie brauchen, befinden sich verstreut in diesem Teil des Gebäudes. Ich nehme an, Sie kommen mal allein zurecht.
Die Nägel, die Nägel. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Problem ist, dass ich weiß immer noch nicht, wie der aufgeht. Die Nägelhammer? Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Geh mir nicht auf die Gochones, ey. Ich habe ja auch keine Zahlen hier oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen das Blöde. Da gibt's einige Konstellationen. Ah, das werde ich aber jetzt, glaube ich, doch lassen. Das ist schon arg weit drüber. Was meinen Sie, Holmes? Hat Watson noch was zu sagen? Ich habe gerade blöderweise gar keine Meinung. Das ist mein Problem. Mir fehlen Informationen. Die fehlen mir wirklich sicher. Haben wir vielleicht noch hier was? Da sind auch nochmal Nägel. Nägel? Muss die alle auffüllen oder was, die Felder? Ich weiß es leider nicht. Sie haben gewonnen. Das ist nichts Neues. Was können Sie uns über die letzten Tage des Bischofs von Knightsbridge sagen? Empfing er Besuch? Schien er besorgt oder verängstigt? Jedes noch so kleine Detail könnte von Bedeutung sein. Sein Neffe kam gestern zu Besuch, auf Wunsch seiner Exzellenz hin. Das erschien mir etwas merkwürdig, weil dieser junge Mann seinen Onkel nur selten besuchte. Wissen Sie, woran das gelegen haben könnte? Haben Sie sich nicht gut verstanden? Doch, ich denke schon. Es lag wohl eher an der Arbeit des Neffen. Der junge Mann ist in den Archiven der Königlichen Bibliothek beschäftigt und hat nicht besonders viel Freizeit. Kennen Sie den Grund seines Besuchs? Nein, aber es war ein sehr hitziges Gespräch. Es dauerte nur wenige Minuten und am Ende war der Neffe sehr aufgebracht. Interessant. Ich habe all Ihre Fragen beantwortet. Darf ich jetzt die Polizei informieren? Ich fürchte nein, Reverend. Noch nicht. Gut, jetzt können wir den Tresor öffnen. Können wir das? Ich wüsste jetzt nicht wie, aber... Hä?
Ich kann die nicht mal anwählen, alle hier. Ich versteh's nicht. Ah, habe ich wohl den richtigen gefunden. Was ist... Hä? Oder was hier? Ja, der war das. Ist vielleicht einfach bloß die Reihe? Der war richtig. Ach. Ich versteh's nicht. Also die beiden scheinen schon mal richtig zu sein, aber ich habe trotzdem keinen Schimmer, was ich da noch machen soll. Okay. Okay. Welcher war's denn jetzt wieder? Der war's. Gott, ist das lästig. Ich habe das jetzt gerade doppelt gemoppelt gemacht, aber was soll's. Okay. Ich habe schon mal vergessen, wo das hier war.
sowas, okay. Okay, der war wichtig. Jetzt kann ich die Truhe. Drama. So. Es interessiert mich wirklich brennend, welcher außergewöhnliche Schatz solch einen Akt der Barbarei rechtfertigen könnte. Brillant! Dieser Tresor ist eigentlich absolut sicher. Wie ist das möglich? Niemand außer dem Bischof konnte ihn öffnen. Es ist fast schon unheimlich, mit welcher Leichtigkeit Sie den Tresor aufbekommen haben, Holmes. Naja. Ich habe genug gehört und gesehen. Dieses Mal können Sie mich nicht aufhalten. Halten Sie ihn auf, Watson! Was zum... Aber warum? Laufen Sie, Watson! Schnell! Lauf, Watson, lauf! Er konnte entkommen. Ich hoffe nur, dass es für Ihr Vorgehen letztendlich eine Rechtfertigung gibt. Es gefällt mir nicht, wie wir uns am Rande der Legalität bewegen. Wie ärgerlich. Machen wir uns unverzüglich auf den Weg. Was haben Sie im Tresor gefunden, Holmes? Was kann so wertvoll sein, dass sich diese Ganoven zu solch einer schrecklichen Tat hinreißen ließen? Der Reverend hat die Wahrheit gesagt. Im Tresor befand sich außer einigen religiösen Gegenständen, für die sich ein Diebstahl kaum gelohnt hätte, nichts Wertvolles. Also sind wir keinen Schritt weiter. Vielleicht wird ja die Polizei. Wenn die Polizei hier eintrifft, sind wir schon lange weg, Watson. Gehen wir. Hä? Was war denn jetzt in diesem scheiß Tresor? Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Kehren wir so schnell wie möglich in die Baker Street zurück. Na, das können wir ja direkt machen. Wir bloß auf die Karte. Wie ging denn das jetzt nochmal? Ach. Wie komme ich auf die Karte, verdammt? Kann ich ja mal speichern. Habe ich noch gar nicht gemacht, nach anderthalb Stunden. Traurig, traurig, traurig. Es tut mir leid, Leute, aber ich bin gerade so mittendrin in dem Spiel. Fatal, ich weiß. Was sollen wir als nächstes... Kehren wir so schnell. Wir kehren in die Baker Street zurück und ich würde auch fast sagen, da machen wir jetzt nicht mal Schluss mit dem Part. Mit dem Part ist gut. Mit dem Halloween-Wochen-Special extrem mega lang. Wir sind mit einer waghalsigen Geschwindigkeit quer durch London gerast und hätten dabei gut und gerne jemanden überfahren können. Und die Droschke musste ich natürlich wieder bezahlen. Hören Sie auf, mir Leid zu klagen, Watson. Wir müssen die Hinweise analysieren, die wir im Haus des Bischofs gefunden haben. Ich würde aber mal sagen, das reicht wirklich. Das reicht dicke. Ich werde das privat weiterspielen. Wenn ihr das vielleicht als Let's Play haben wollt, sagt mir Bescheid. Das werde ich irgendwie reindröseln. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ich sag bis zur nächsten Folge der Halloween-Wochen. Haut rein!